Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Ich war gerade noch mit meinem Computer beschäftigt und habe vor lauter Laune gar nicht gehört, dass die Sendung schon losgeht. Aber das soll nicht zum Nachteil sein. Nein, das heißt, wir sind mittendrin. Heute Abend unser Thema Lebenskraft 2015. Bei mir im Studio und herzlich willkommen, Angelika Meyer. Herzlich willkommen, Norbert, und liebe Gäste. Schön, dass wir heute mal die Zeit haben, uns eine Stunde über die größte Messe Ihrer Art. Ich habe sogar jetzt gehört, die wäre auch schon in Europa von Ihrer Art einzigartig. Das heißt, wenn du noch ein bisschen weitermachst, dann wird es vielleicht noch die größte in Europa werden. Ja, wäre doch wunderbar. Mit deiner Hilfe schaffen wir es. 27 Mal jetzt Lebenskraft ist ja schon eine ganze Weile. Wie lange willst du noch machen? 27 Jahre? Also mit der nächsten noch drei. Noch mal drei. Sicher, und dann sehen wir mal weiter. Dann wird ja umgebaut, das Kongresshaus. Eben, dann wird es umgebaut, dann müssen wir einen neuen Standort finden. Also das steht noch ein bisschen in den Sternen. Da ist noch aber viel zu tun. Aber ganz sicher noch drei Messen. Na doch, ja. Bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein hinunter. Dieses Mal, was sind denn so die Hauptthematiken auf der Lebenskraft? Was ist so im Vordergrund? Also verschiedene Sachen. Wir haben ja immer Symposien. Eins ist das Bewusstseinssymposium. Da haben wir ganz tolle Referenten. Ich erwähne mal, also in der letzten Sendung hatten wir ja den Professor Guillaume de Meuter. Wir haben die Lumira, eine russische Schamanin, die ganz toll ist und die ich jedem ans Herz legen kann. Die Jana Haas kommt, und noch neu, war noch nicht im Programm, ist Angang Kak, ein Ältester aus Grönland, der um die ganze Welt reist. Ja, das erwartet sie im Bewusstseinssymposium. Dann ein großes Thema an der Lebenskraft ist ja immer Gesundheit und Heilen. Mhm. Und da haben wir im Programm, im Gesundheitssymposium, den Dr. Manfred Döpp als Mediziner, der ja sehr, sagen wir, feinstofflich arbeitet. Viel aber, Schwingung und Frequenzmedizin. Ja, aber dennoch so die Gefahren sieht, denen wir ausgesetzt sind. Und er redet über unser Gehirn, die Attacken auf das Gehirn. Und wie wir uns davon schützen können, und gibt da ganz praktische Tipps, was ich sehr wertvoll finde. Er ist ein fantastischer Mediziner. Ich habe schon viele Interviews mit ihm gemacht und ich schätze ihn auch sehr über seine große Kompetenz. Ja. Dann haben wir einen Ernährungsexperten, der über Ernährung spricht und das Thema, was uns wirklich nährt. Also nicht nur über Kalorien, sondern auch die feinstofflichen Werte. Ganzheitlich betrachtet Ernährung. Ganzheitlich betrachtet. Er gibt auch einen Workshop am Nachmittag, dürfte auch sehr interessant sein. Was mich auch immer sehr fasziniert, ist ja dieser psychologische Einfluss auf unsere Gesundheit. Mhm. Und ich glaube, das wird heutzutage immer noch ein bisschen unterschätzt. Und deswegen freue ich mich, dass wir einen Mediziner haben, einen ganz außergewöhnlichen Menschen, Daniel Dufour aus Genf. Er war Chirurg in Krisengebieten in Afrika und kam da natürlich sehr nah traumatisierten Menschen. Und aus dem heraus hat er eine Therapieform entwickelt und auch entdeckt, dass ganz viele unterdrückte Gefühle oder auch Traumas verantwortlich sind für Entstehung von Krankheiten. Ja, genau. Und, in seiner Therapie geht er mit den Gefühlen um. An der Messe wird er einen Vortrag halten über Wut ist gut. Mm. Auch einen Workshop dazu. Ja, und wie es schon sagt, Wut ist gut. Es geht darum, dass wir unsere Wut sehen, spüren, auf eine Art einen Kanal finden, wo sie lebbar ist, ohne dass wir irgendjemand verletzen. Das heißt, nicht Wut in Aggression umschlagen Nein. lassen, sondern wirklich mal in die Wiese laufen und laut losschreien, einfach, dass das Ganze aus dir rausgeht. Auf keinen Fall schlucken. Ne? Genau. Das sind genau, so die Magenspürpatienten dann. Ja, und andere Sachen. Mhm. Ja, und ich bin auch ganz glücklich, dass wir einen wirklich durch und durch Naturwissenschaftler haben. Er ist ein Zellbiologe und hat jahrelang an der Universität in München geforscht, hat dann nebenbei mal eine schamanische Ausbildung gemacht. Mhm. Und da er natürlich Naturwissenschaftler ist, will er ja immer alles beweisen. Das haben die so an sich, ne? Ja. Und er hat es geschafft, dass er schamanische Methoden beweisen kann. Es ist Armin Koroknay und es ist ja einer der Gäste, den du per Skype auch noch kurz interviewst. Genau, da können wir mal gucken, ob wir den Armin gleich dran kriegen.
Jetzt gehen wir da mal das Skype aufmachen. Und jetzt muss ich ihn finden. Da haben wir ihn. Jetzt müssen wir bei uns noch den Lautsprecher anmachen. So, Armin, kannst du mich hören? Ja, super. Super. Ah, wunderbar. Erstmal will ich dich vorstellen, Armin Kokonai, ein sehr aus... Wie? Ja. Koroknai. Koroknai. Ja, Koroknai, genau. Ein ganz außergewöhnlicher Name. Was macht der Armin Koroknai? Ja, also vielleicht stelle ich mal kurz vor, was ich früher gemacht habe. Ich bin im Grunde bis 2001 tätig gewesen als Genetiker an der Universitätsklinik, am Menschen, vorher an Mäusen. Und wir haben halt so Genmanipulationen gemacht an Mäusen und haben dann später Krankheiten erforscht, die genetisch bedingt sind, also vererbte Krankheiten. Und so ab 2002 habe ich dann mit Menschen gearbeitet, also mich von der Uni verabschiedet, plötzlich einen ganz anderen Fokus gehabt, unter anderem auch auf Schamanismus und so, was man so landläufig als Familienstellen kennt. Und das habe ich dann weiter erforscht, viele, viele andere Sachen auch. Und worum es dann auf der Messe geht, in diesem Vortrag im Gesundheitssymposium, ist um ein neues Verfahren, wo wir mikroskopisch in uns sichtbare sogenannte Erreger, also Bakterien und Parasiten, den Menschen in einem Gruppenseminar sichtbar machen. Und dann müssen die Leute diese Erreger oder diese Parasiten oder Mikroben malen auf Papier, auf ein Blatt Papier, auf jedes Blatt einen Mikroben. Und dann stellen wir diese Mikroben auf. Also wir machen ein Stellvertreterspiel mit den Mikroben. Jeder einzelne Vertreter spielt einen Mikroben. Und das Spannende ist, dass dann an einem Wochenendseminar, wo dann am nächsten Tag nochmal zum Schluss gemessen wird mit dem Mikroskop, sind diese Erreger dann verschwunden, obwohl die oft jahrelang schon die Leute plagen. Das ist das Neue, was wir da machen. Das stelle ich da auch kurz vor in diesem Symposium, diese neue Technik. Das heißt ja, für mich jetzt anders formuliert, man kann sogenannte vererbte Krankheiten einfach die Erbschaft ausschlagen. Nee, also mit dem hat es nichts zu tun. Es geht mehr um Bakterien, die in uns irgendetwas machen. Also die kennen wir aus der Medizin, Staphylokokken, Streptokokken, Grippeviren und so weiter. Die leben ja in uns, sind als Krankheitsverursacher bekannt seit Robert Koch und Louis Pasteur. Mhm. Die kann man auch sichtbar machen mit Mikroskopen, mit DNA-Analytik. Also so wie man Gentests macht, kann man auch bestimmte Erreger im Blut oder in anderen Körperflüssigkeiten nachweisen. Auch quantifizieren heute ganz einfach, seit 20 Jahren schon. Es war auch immer mein Ding, dass ich solche Erreger nachgewiesen habe in Mäusen, in Menschen. Und diese Erreger, die weisen mir jetzt mit dem Mikroskop nach, mit einem neuartigen Mikroskop, das verbessert ist, und können die dann verschwinden lassen. Also im Grunde wie ein Antibiotikum, das da 5 bis 7 Tage braucht, bis die verschwunden sind, verschwinden die bei uns in einem Tag. Wir können das nicht erklären, wie das genau wirkt oder wie es funktioniert, aber die sind einfach nicht mehr da. Und das ist eben neu, dass also geistige Verfahren, wie die auch immer funktionieren, sichtbare, also wirklich stofflich sichtbare Bakterien verschwinden lassen, wie ein Antibiotikum quasi. Ne? Das ist völlig neu. Faszinierend. Und ja, also darum geht's. Das ist bestimmt ein ganz spannendes und interessantes Thema, vor allen Dingen ein Thema, was voll in die Zeit passt. Das Thema Schwingungs- und Frequenzmedizin hört man ja im Moment immer öfter. Freue ich mich, wann ist der Vortrag? Am Sonntag? Ja. Ja, am Sonntag, genau. Also am Sonntag werden wir dann auf dem Gesundheitssymposium uns wiedersehen.
Ich darf Sie dann vorstellen dort. Um 10.35 Uhr. Um 10.35 Uhr. Das wird die Zuschauer freuen. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich hoffe, das geht noch weiter. Das wäre doch schön, wenn wir in Zukunft zum Mediziner gehen und der uns über solche Methoden die Leiden nehmen kann, ohne dass wir irgendwo in Gerätschaften oder in chemische Prozesse eingegliedert werden. Das wäre eine tolle Entwicklung. Meinst du, dass das möglich ist? Ja, da kann man dann auch ganz vorsichtig werten, weil wir schon lange an dem Thema sind und die Erreger, also wir können das dann schön auseinander dividieren, dass Erreger, die wir ja für Symptomauslöser halten, nicht unbedingt immer für die Symptome zuständig sind. Wir wissen das aus dem Familienstellen, das ist ja heute schon sehr verbreitet, dass dort Symptome auftreten können bei den Stellvertretern, die eigentlich Symptome aus dem Familiensystem sind. Und diese Symptome, die bleiben dann oft oder verschwinden auch und haben eventuell nichts mit den Erregern zu tun, wie die Medizin heute noch meint. Also das kann man sehr schön auseinander dividieren. Und so kann man nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt die Erreger weg und dann ist die ganze Krankheit in Ordnung. Oder auch umgekehrt, ich mache die Symptome weg, dann sind die wirklich verschwunden, kommen nie wieder, aber die Erreger bleiben noch. Das haben wir mit unserer Arbeit schön bewiesen, alles auch auf Video dokumentiert. Und das ist ein spannendes Feld. Also es ist nicht so einfach, wie wir von der Schulmedizin ausgehend vielleicht denken würden. Das freut mich vor allen Dingen, wenn so ein spannendes Thema jetzt publik gemacht wird auf der Lebenskraft. Ich freue mich auf den Sonntag auf der Messe. Alles, alles Gute und besten Dank für das kurze Interview. Dankeschön auch. Hat mich gefreut. Schönen Abend noch. Schönen Abend, Ade. Danke. So, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Eine spannende Thematik, die da auf der Lebenskraft vorgestellt wird. Und ich sage es immer wieder, bleiben Sie an diesen Dingen dran, weil oftmals sind wir mit Krankheiten beladen, 10 Jahre, 20 Jahre und die herkömmliche Medizin weiß vielleicht im einen oder anderen Fall nicht weiter. Und da können solche Symposien für uns unheimlich erkenntnisreich sein, vor allen Dingen was das Wiederherstellen unserer Gesundheit betrifft. Und wenn man schon ein bisschen älter ist, wird es umso wichtiger, weil den Lebensabend mit Lebensqualität zu verbinden, das ist dann eine tolle Geschichte. Das war ja wirklich eine ganz spannende Nummer. Ne? Ich finde es auch so spannend, weil wir haben ja auch ganz viele Heilveranstaltungen an der Messe. Und wenn jetzt so eine schamanische Aufstellung nützt, also da kann ich mir auch erklären, wie dann diese Heilimpulse wirken können. Weil man staunt ja immer, also zum Beispiel Christos Drosinakis ist ja ein ganz bekannter Heiler, der Grieche. Und bei ihm passieren so viele wirklich wunderbare Sachen und dann erstaunt man, was ist das jetzt, was da heilt? Ja. Und also, wir haben ja hier mal das Symposium Bewusstsein und Heilen auf den Bildschirm gebracht. Du hast ja vorhin schon den Kollegen erwähnt, der letztes Mal mit dir da war, den Guillaume. Guillaume de Meuter. De Meuter, ja, mit dem Thema Spiritualität, Bewusstsein und die globale Krise. Auch ein ganz spannendes Thema, weil das steht ja heute im Mittelpunkt. Viele Leute haben Angst und agieren aus der Angst. Oder Lumira, geistiges Selbstheilen in der neuen Zeit. Jana Haas, hast du schon erwähnt, war auch ja schon Gast hier in der Sendung. Ja, und Jana Haas spricht dann auch, also hat auch einen Workshop über die Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Auch und spannend. Und auch die Lumira hat ein Tagesseminar über geistige Selbstheilung. Genau, dann ist noch da der Thomas Young. Thomas Young. Heilkraft des Herzens. Er ist ein Mystiker, ja. Und dann gibt es noch einen wunderschönen musikalischen Ausklang. Ja, und was du noch nicht da drin hast, ist eben Angangkak, dieser Grönländer. Genau, ein ganz zauberhafter Mensch. Kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Thema, was ja ganz stark auf der Lebenskraft dieses Mal im Mittelpunkt steht. Und zwar das Thema Beziehung und Beziehung und Sexualität. Ja. Jetzt sagen wir vielleicht, bevor wir in die Themen einsteigen, liebe Zuschauer, die sich noch erinnern an das letzte Jahr, auch da war die Angelika Meyer so freundlich und hat Time to Do einige Karten zur Verfügung gestellt. Hier habe ich sie vor mir und zwar sind das die Eintrittskarten für die einzelnen Symposien. Das zum Beispiel Symposium Bewusstsein und Heilen. Von jedem Symposium haben wir zwei Karten.
wo Sie sich hier dann melden können und diese Karten werden dann am Eingang der Lebenskraft für Sie hinterlegt. Wir schauen uns gerade mal die einzelnen an. Bewusstsein und Heilen haben wir da. Gesundheit. Beziehung und Sexualität. Genau, Gesundheitssymposium. Dann haben wir noch zweimal den Guillaume de Mertier. Meuter. Meuter, ach so, er heißt Meuter? Ja. So, also, dann gehen wir jetzt mal in welches Symposium? Ja, gehen wir doch gerade in das Beziehungssymposium. Genau. Weil ich finde Beziehung so was Wichtiges, weil Leben ist schlechthin einfach Beziehung. Wir werden geboren und wir haben eine Beziehung zu unseren Eltern, zu unseren Geschwistern. Das Leben geht nicht ohne Beziehung. Ob es, wenn du auch als Single in einem Hochhaus in der Stadt wohnst, du hast eine Beziehung, sei es mit der Kassiererin an der nächsten Kasse, sei es Arbeitsplatz, wo immer du dich bewegst, es entstehen Beziehungen. Am nächsten gehen uns natürlich die Beziehungen, wenn es in der Partnerschaft ist, da kommt es uns am nächsten, also sagen wir nach den Elternbeziehungen. Mhm. Und deswegen denke ich, ist das ein ganz wichtiges Thema. Wir werden auch dort am meisten verletzt. Und wo lernt man das, Beziehung? Wir lernen alles Mögliche, ja. Aber Beziehung, da wirst du einfach reingeschmissen sozusagen und strampelst dann. Also wenn man sich die klassischen Muster so vorstellt, dann was jahrzehntelang ja auch über Religionen gepredigt wurde, lerne einen Partner kennen, egal von welcher Seite betrachtet, heirate ihn dann und sei mit ihm zusammen, bis dass der Tod euch scheidet. Ich frage mich immer, wenn ich solche Dinge höre, wie weiß der Mensch denn wirklich, ob der Gegenüber der ist, mit dem er die nächsten 30, 40, 50 oder noch mehr Jahre verbringen will? Und wie bereite ich mich denn vor auf eine Beziehung? Wie weiß ich denn, wenn dieses Bauchkribbelgefühl, was im Verliebtsein so toll ist, wenn das da ist, was passiert denn später, wenn das weg ist? Ja, das ist mal das eine. Und dann gibt es ja verschiedene Entwicklungen auch in der Partnerschaft. Es können beides wunderbare Menschen sein, aber sie entwickeln sich vielleicht in verschiedene Richtungen und dann passt es nicht mehr, ist es nicht mehr so stimmig und dann muss man halt wieder neu zusammenfinden, einen neuen Konsens finden oder man kann auch in Liebe auseinandergehen. Also es sind ja alle Möglichkeiten offen. Deswegen wollte ich das einfach auch mal zum Thema machen, weil ich es so wichtig finde. Sexualität ist vielleicht ein bisschen ein Tabuthema, aber denke, ist auch wichtig, weil auch dort viele Verletzungen stattfinden. Und ich möchte den Zuschauern mal ganz klar sagen, es ist kein Tantra-Workshop oder sowas. Ich wollte gerade sagen, wie kommen wir denn auf den Workshop? In Badehose oder Handtuch um die Hüfte? Nein, ganz normal. Es wird geredet und gesprochen und sonst nichts. Ja, und wen hast du an der Leitung? Ich weiß nicht, wer mich gerade anwählt. Vielleicht ist jemand ganz wild darauf, mit mir zu sprechen. Aber jetzt hat sich das, glaube ich, erledigt. Das ein Referent, den wir am Beziehungssymposium haben und den ich sehr witzig finde, das ist Andreas Winter. Mhm. Er bringt so tiefen psychologische Aspekte in der Partnerschaft in ganz witziger Weise ans Licht. Und er hat uns ja ein bisschen was aufgezeichnet und geschickt. Sie kriegen eine kurze Kostprobe und können mal reinhören. Also es ist wirklich wertvoll, ihm zuzuhören. Dann hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. Danke. Ich meine, wer weiß denn schon, wie das fremde Tier in ihrem Bett tickt? Hm? Wir schließen auch immer von uns auf andere und das liegt daran, dass uns niemand darauf fokussiert, dass der andere komplett anders sein kann oder schlimmer noch, genauso sein kann. Nehmen wir mal ein Beispiel. Stellen Sie sich bitte vor, Sie wären Erstgeborener, haben zwei kleine Geschwister, Sie sind also gewohnt, Sie sind der Große. Sie führen, Sie haben die Verantwortung und die anderen folgen. Ihr Partner ist auch ein Erstgeborener, ebenfalls zwei kleine Geschwister, ebenfalls gewohnt, ich habe das Heft in der Hand und du folgst mir. So, wer von den beiden bringt den ersten Müll raus? Hm? Sie? Nein. Nein, Sie sind doch der Führer. Ja. Der andere? Auch nicht, der ist auch einer. Das knallt. Sie müssen immer wieder diskutieren. Stellen Sie sich bitte vor, Sie sind zwei Letztgeborene, haben ein oder zwei große Geschwister und Sie haben die Erfahrung gemacht, ich bin der Kleine, ich lasse mich an die Hand nehmen, du hast den Reifevorsprung. Ich muss nichts, ich kann nichts, aber ich kann mich dafür kreativ entfalten. So. Und Ihr Partner ist auch ein Letztgeborener. Wer von Ihnen organisiert denn jetzt die Urlaubsreise?
Sie? Nein, Sie sind der Letztgeborene. Sie lassen sich führen. Der andere genauso. Endlose Diskussionen. Weiteres Thema. Die Eltern prägen uns. Die Eltern sind nicht ganz unwichtig, weil wir heiraten unsere Eltern. Meistens zumindest. Stellen Sie sich bitte vor, Sie wären eine Frau mit einer starken Vaterbindung. Das heißt, Papa ist für Sie die Quelle der Anerkennung. Und Ihr Partner hat eine sehr starke Mutterbindung. Seine Mama ist für ihn die Glücksquelle. So, da passen Sie schon mal ganz gut zusammen. Sie heiraten Papa, er heiratet Mama. Aber beide erwarten vom anderen Anerkennung. Das ist so ähnlich, als würde ein leerer Topf in ihrer Mitte stehen und da steht Anerkennung drauf und keiner schmeißt was rein. Und dann werden sie immer frustrierter. Du interessierst dich nicht für mich, guck mal, was ich für Heldentaten vollbracht habe, guck mal, was ich kann, guck mal, wie schön ich bin und du sagst ja kein Ton dazu. Ja, warum nicht? Weil der andere sagt, genau, ich will, dass du mir Komplimente machst, mir Anerkennung und Dank und so weiter gibst. Das ist so der Sand im Getriebe, der fürchterlich knirschen kann und das tut weh. Hinzu kommt auch noch dieser Bereich der ganzen Persönlichkeit. Ich meine, wer kennt sich denn schon wirklich damit aus? Wer weiß denn, was dieses Sternzeichen bedeutet? Die meisten Menschen steigen aus und sagen, Sternzeichen, um Gottes Willen, Okkultismus, Esoterik. Nee, da glaube ich nicht dran. Da müssen Sie nicht dran glauben, da müssen Sie Ahnung von haben. Das ist ein kleiner Unterschied. Wenn Sie nämlich nicht wissen, dass ein Luftzeichen Konflikte versucht mit Intellektualität zu klären, derweil ein Feuerzeichen das mit einer Kraftprobe klärt, ein Wasserzeichen, das versucht mit Emotionen, spür doch mal, wie es mir geht, zu klären, lies doch mal meine Gefühle, und ein Erdzeichen einfach nur aushält und sich an die Spielregeln hält und durchhält, wer das nicht weiß, der wird sich dann fürchterlich wundern, dass sie einen Konflikt mit einem anderen Zeichen, dem das nicht ihrem eigenen entspricht, niemals wirklich beenden können. Sie sprechen einfach völlig unterschiedliche Sprachen. Das sagt uns aber leider keiner. Ich meine, Sie werden nicht allein dadurch zu einem kompetenten Partner, dass Sie einen Ring am Finger haben. Ich meine, wenn man Ihnen einen Rennwagen vor die Tür stellt, sind Sie damit auch noch lange kein Rennfahrer. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, Artgerechte Partnerhaltung, denn damit klappt es dann auch mit dem fremden Tier in Ihrem Bett. So. Ja, kommen wir gerade zur Gerti dann. So, liebe Zuschauer, ja. Wir sind wieder da. Centuries ago, Master Archer. Wer funkt mir wieder dazwischen? Ja. Also, in dem Beziehungssymposium haben wir auch noch ein Ex-Modell aus Zimbabwe. Sie ist eine spirituelle Meisterin inzwischen, seit 12 Jahren glücklich verheiratet und gibt ein bisschen Preis, was ihr Rezept ist, weil sie immer noch Schmetterlinge spürt. Wie lange ist sie verheiratet? 12 Jahre. Wow. Das ist doch eine Leistung, ja. Und dann haben wir auch noch Harald Westbecher dabei. Er schaut ein bisschen an, was ist die sexuelle Energie. Sexuelle Energie ist ja ein Bestandteil der Kundalini-Energie. Das ist auch die spirituelle Energie und beleuchtet ein bisschen diesen Aspekt. Und dann haben wir eben noch die Gerti Samel mit Sexual Healing. Da hast du ja auch ein kurzes Interview geführt. Genau, mit ihr durfte ich heute Mittag telefonieren. Ja. Also erst mal muss ich sagen, du merkst schon am Telefon, was das für eine straighte Frau ist. Ja. Aber schön, so weiblich und trotzdem und sehr zentriert. Einfühlsam. Und, Eine tolle. Mhm. Wenn die Regie das im Griff hat, dann können wir mal das Telefoninterview einspielen. Ah, da ist sie schon. So, hallo Gerti, habe ich dich dran? Ja, hier ist Gerti Samel, hallo. Hallo Gerti, schön, dass ich dich anrufen darf. Du bist hier live in der Sendung timetodo.ch. Bei mir sitzt die Angelika Meyer. Du bist ja auch mit einem Workshop und einem Vortrag auf der Lebenskraft. Was sind denn deine Themen? Ja, beim Vortrag geht es um ein ganz heißes Thema, nämlich um Sexual Healing, heißt mein Vortrag. Da geht es darum, um Sexualität, wie sie heute falsch gelebt wird, und meine Vorschläge, wie sie neu erlebt und erlebt werden kann und dadurch sehr viel erfüllender ist. Was meinst du damit, wenn du sagst, die Sexualität wird falsch gelebt? Ja, das heißt, die geht vom Kopf
eigentlich findet da ein starkes Kopfkino statt, was wir ja auch bei Shades of Grey, dem aktuellen Film zurzeit, wo alle hinlaufen, was wir ja auch erleben, starke Erregung, die im Kopf stattfindet und direkt in die Genitalien geht und dann läuft das übliche Programm ab. Aber bei der Sexualität, die ich vorschlage, wird das Herz einfach mit einbezogen. Und das Herz und Seele sind ja ganz starke Komponenten in der Sexualität, damit sie erfüllend wird und auch ganzheitlich erlebt wird. Herz und Seele müssen einfach dabei sein. Das ist mein Paradigma, mein neues. Ich denke, da liegst du gar nicht so falsch, denn bei all unserem Tun sollte unser Herz dabei sein. Und natürlich ist die Sexualität ja etwas ganz, ganz arg Körperbezogenes. Und da ist das Thema Liebe immer so, das, was da in einem Satz genannt wird. Ist es so, dass wir diesem Leitbild immer folgen, keine Sexualität ohne Liebe? Ja, das tun wir eben leider nicht. Wir verwechseln da einiges. Wir denken auch, dass Sexualität und Liebe, das bringt überhaupt den erfüllenden Sex. Das ist es aber leider auch nicht ganz. Sonst wären ja alle Pärchen, die sich lieben, sonst wären die sexuell erfüllt. Es braucht einfach noch ein bisschen Spiritualität dazu und es braucht ein bestimmtes Bewusstsein, weil nämlich Sexualität und Spiritualität sind sehr eng miteinander verbunden und mir geht es darum, diese beiden wieder miteinander zu verbinden. Erst dann wird es nämlich zu einem tollen, erfüllenden Sex mit Herz, Seele und eben der geistigen Anbindung. Das hört sich toll an. Bestimmt ein großes Aha-Erlebnis für viele Menschen, denn ich glaube, es gibt keinen Bereich, wo es mehr Irrtümer gibt als die Sexualität. Denn die Sexualität erleben die meisten Jugendlichen ja heute zum ersten Mal über pornografische Darstellungen auf ihren Smartphones, die sie haben, mit zwei, drei Sachen, wenn du so auf den schlimmsten Pornoseiten im Internet. Ja, Entschuldigung, dadurch werden sie halt wahnsinnig in die Irre geführt, auf ein absolut falsches Gleis geleitet, was dann wirklich auch ihr sexuelles Erleben für die ganze Erwachsenenzeit auch verderben kann. Und ich habe einfach diesen neuen Ansatz, dass die Menschen mal verstehen sollten, was sie sich antun, wenn sie Sexualität nur im Kopf durch falsche Bilder erzeugen, statt wirklich ihr Herz und ihre Gefühle sprechen zu lassen. Und weißt du, Norbert, es ist halt so, wir müssen uns auch klar machen, was passiert mit uns, wenn wir uns mit wahllos mit Sexualpartnern einlassen. Wir laden uns so viele energetische Informationen auf, die uns teilweise ja auch sehr, sehr schaden. Und das verwirrt und macht uns irgendwie völlig psychisch instabil und zurückbleiben häufig auch eine ganze Menge von verlorenen Seelen, die auf der Strecke bleiben und Sexualität einfach nur als mechanisches Ding erleben können und nicht als etwas, was sie wirklich innerlich reifen und wachsen lässt. Mhm. Aber das Thema greift ja auch hinein in dein zweites Thema, wo es um einen Workshop geht. Unter welchem Titel steht der Workshop? Ja, da geht es um achtsam erlebte Beziehungen zwischen Mann und Frau. Mhm. Da geht es also weit über die Sexualität hinaus. Da geht es auch über das tägliche sogenannte Beziehungsdrama, das Missverstehen, nicht auf gleicher Ebene sehen wollen. Und alle diese Dinge sind dort Thema in diesem Workshop. Ja, darum geht es. Und ich versuche, meinen Teilnehmern da beizubringen, dass es sehr wohl eine Ebene gibt, wo Männer und Frauen sich verstehen. Und diese Ebene gilt es einfach immer zu betreten. Es ist zwar richtig, dass Frauen oft nicht einparken können und Männer nicht zuhören, aber es gibt eine Ebene, wo Männer und Frauen wunderbar kommunizieren können und sich hervorragend verstehen. Und auch das ist eben die Herz- und die Seelenebene. Und letztlich ist es einfach, sich da zu finden, wenn man weiß, wie es geht. Ich wollte gerade sagen, ich denke, durch den Besuch deines Workshops können viele Irrtümer und viele fehlgeleitete Ansichten in unserem Beziehungsleben wieder auf die richtige Spur gebracht werden. Wann sind denn deine Vorträge? Der Vortrag ist um 12:30, glaube ich, und der Workshop beginnt um 15 Uhr bis 18 Uhr, das sind 3 Stunden. Und an welchem Tag?
Das ist am Samstag. Das ist am Samstag. Ja. Dann freuen sich bestimmt viele Besucher auf diese tollen Vorträge, wo es um Themen geht, die man nicht so allgemein und auch ständig nicht als öffentliches Thema hört. Aber ich denke, dass es eine der wichtigsten Thematiken unseres Lebens ist, weil eine gut gelebte Sexualität bringt nicht nur richtig Lebensqualität und Lebensfreude, nein, es bringt auch die Partnerschaft auf den richtigen Weg, aber nur dann, wenn sie, wie gesagt, Herz, Seele, Geist und Körper zusammen in eine Richtung bringt. Wie richtig du das gesagt hast, lieber Norbert. Gerti, vielen, vielen Dank, dass ich dich anrufen durfte. Ich freue mich schon. Wir sehen uns bestimmt auf der Lebenskraft und ich hoffe, viele Zuschauer haben den Moment genutzt, um zu sagen, da gehe ich hin, das höre ich mir an, das kann mich in meinem Leben nach vorne bringen. Ganz herzlichen Dank, Gerti. Freut mich sehr. Alles Gute. Wiederhören. Ade, bis dann. Ciao, ciao, ciao. So, hallo Gerti, habe ich dich dran? Ja, hier ist Gerti Samel, hallo. Ja, hallo Gerti, ja. Im Hintergrund läuft das darf. Interview noch. Du bist hier live in der Sendung. Auf dem Lautsprecher. Danke. Ja. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Also ihr habt ein wunderbares Interview geführt. Ich möchte noch einen Namen erwähnen. Das ist die Angela Metzlaff. Sie moderiert das ganze Symposium und am Abend hat sie noch einen Workshop, Wahre Liebe, Wahre mit H. Und sie ist auch eine ganz tolle Frau und auch eine Beziehungspersönlichkeit. Es ist ganz witzig, wie das im Zeitgeist spielt. Ne? Ich habe jetzt vor kurzem wieder viele Informationen bekommen, dass im Moment wahnsinnig viele Partnerschaften auseinandergehen. Es scheint im Moment ein Boom zu sein, sich zu trennen. Auch neue Verbindungen entstehen natürlich aus alten heraus. Aber ich glaube jetzt, wir merken, wir haben es eben gehört von der Medizin, was der Armin da gesagt hat. Wir hören es in dem Thema, was die Gerti gerade gesagt hat. Es ist an der Zeit, neu zu denken, die Sachen ein bisschen neu aufzuräumen, uns neue Dinge vor Augen zu führen. Und liebe Zuschauer, jetzt haben Sie die Möglichkeit, damit zu beginnen. Am 26. Februar beginnt die Lebenskraft in Zürich im Kongresshaus für alle, die noch nie da waren. Dort haben Sie eine Reihe von so tollen Informationen, die Ihnen auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, neu nachzudenken. Bis gleich nach der Werbung. Zum 27. Mal öffnet die Lebenskraft im Zürcher Kongresshaus ihre Pforten. Vom 26.02. bis 1.03. erwartet Sie ein wahres Feuerwerk an Informationen, Vorträgen, Workshops, Symposien und ein wahrhaft breites Angebot an Produkten. Die größte Kongress- und Messeveranstaltung bietet echte Lösungen und wirkliche Alternativen. Nehmen Sie sich die Zeit, besuchen Sie Symposien und Vorträge. In dieser Menge werden Sie nirgends mehr so viel Koryphäen treffen, die all ihr Wissen mit Ihnen teilen wollen. Wir freuen uns auf Sie. Lebenskraft 2015 in Zürich. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück. Ich halte sie in meiner Hand, verrate aber noch nicht, was ich hier in meiner Hand halte. Wir wollen erst noch ein bisschen über die Themen sprechen, die wir eben gehört haben. Beziehung und Sexualität. Ich weiß, es ist ein schwieriges Themenfeld, hatte ich auch schon ansatzweise in meinen Sendungen gehabt, aber ich weiß auch, dass viele Menschen da großes Problem haben, drüber zu sprechen. Es gibt heute Paartherapeuten und viele Dinge, die in die Richtung gehen und die gäbe es bestimmt nicht, wenn man sie nicht brauchen würde. Und ich sage den Menschen immer, nehmt euch doch die Möglichkeit, wenn das schon alles angeboten wird und es ist da, um sich mal andere Dinge anzuhören. Das muss ja nicht heißen, wenn man zu so einem Symposium geht, dass in seiner Beziehung was schiefläuft. Aber wir wissen das, wenn mal 10, 20 Jahre, nicht jeder hat das Glück, wie die Kollegin, die da den Vortrag hält, die nach 12 Jahren immer noch die Schmetterlinge im Bauch spürt. Ich finde das ganz, ganz fantastisch. Auch ich habe in meinem Leben viel Beziehungsauf und Ab erlebt, natürlich viele Beziehungen gehabt. Nichts hat lange gehalten. Heute weiß ich, es war meine Unstetigkeit, aber das hat
viel damit zu tun, wenn man an sich arbeiten anfängt, das habe ich leider erst relativ spät angefangen, muss ich zugeben, dann ist es aber so, dass man irgendwann da drauf kommt. Und eine Frau will natürlich keinen Mann, der zwar überall auf der ganzen Welt ist und auch da einen tollen Job macht, aber die Frau will den Mann halt auch mal in ihrer Nähe und griffig und dass die Alltagsthematiken auch mitgeteilt werden können und das. Und das sieht man oft nicht. Das ist jetzt ein Punkt von vielen, vielen. Du kennst das bestimmt auch aus dem Umfeld. Man hat ja Freunde, Brüder, Vater, Mutter, Tochter, was alles. Beziehungen haben wir vorhin gesprochen. Es läuft nicht immer im Leben so, wie man das gerne will, ne? Das ist so. Ich habe da auch meine Geschichten hinter mir und muss sagen, wenn ich das mit 20 gewusst hätte, was ich heute weiß, na, mein Leben hätte anders ausgeschaut. Ja, das ist so. Aber dafür ist das Leben da, dass wir Erfahrungen sammeln und dass wir die Chance haben, zu ändern, was wir nicht mehr gut empfinden. Und ja, ich finde, Beziehung ist Leben. Und Leben ist Beziehung. Und man kann immer dazulernen. Ne? Ich sage auch gerade, du hast vorhin gesagt in der Pause, wer bringt uns denn Beziehung bei? Niemand. Das ist das große Problem. Früher hat die Kirche ja da eine gewisse Rolle übernommen, die natürlich sehr, sehr durch das kirchliche Dogma geprägt war. Dann gibt es ja in Naturvölkern diese Vorbereitung, so Erwachsenenrituale. Ja, gibt's die fehlen leider. Die Kirche hat ein bisschen diese Rituale übernommen, also auch mit der Konfirmation, aber es ist nicht das Gleiche. Und ich finde es eigentlich schade, dass wir in unserer Kultur nicht diese Rituale haben. Ich denke, gerade Junge, die so ins Leben reingeführt werden, wo die Frau, also das Mädchen zur Frau wird und der Junge zum Mann, das mit einem Ritual zu begleiten, finde ich was Wunderschönes. Es gibt ihnen auch Kraft, in ihre Rolle reinzuwachsen. Mhm. Und wenn man sich's anschaut, ich habe ja mich viel damit beschäftigt, was in Naturvölkern so passiert. Mhm. Ich weiß jetzt nur den Namen nicht mehr von dem Stamm in Afrika, relativ groß, ich glaube im Kongo leben die. Dort gibt es ein sogenanntes Heranwachsendenhaus. Das ist ein großes Haus, was in der Mitte vom Dorf steht. Also die ganzen Häuser stehen so drumherum, das steht in der Mitte. Und ich glaube, ab dem 16. Lebensjahr gehen die Jugendlichen dort rein, leben dort 2 Jahre, fangen an, sich selbst zu versorgen, fangen sich an, einen Partner auszusuchen, fangen an, selbst auf die Jagd zu gehen, also alle Dinge zu tun, die man eigentlich tut, wenn man erwachsen ist. Und wenn sie nach den 2 Jahren ihren Partner gefunden hat, dann können sie heraustreten, dann baut das ganze Dorf mit ihnen zusammen ihr eigenes Haus und dann sind die beide, sind dann ein Paar und da gibt es auch Ritual, die dann ablaufen und gewisse Dinge. Dazwischen gibt es immer Beratungsgespräche, das heißt, das Mädchen kann dann immer die Mutter oder die Frauen des Dorfes zur Beratung konsultieren und umgekehrt der Junge. Also eine ganz aktive und eine ganz förderliche Geschichte vom Jugendlichen zum Erwachsenen zu werden. Und da, was wird da natürlich besprochen? Natürlich werden da auch Beziehungsthemen gesprochen. Und gerade das Thema Sexualität ist ja was, ich sehe ja heute auf der einen Seite, im Kindergarten wollen sie heute schon mit Sexualerziehung anfangen. Und auf der anderen Seite gibt es heute einen Haufen Erwachsene, die immer noch nicht mit ihrer Sexualität oder mit ihrer Beziehung klarkommen. Und auf der anderen Seite wird ja alles sexualisiert, jede Art von Werbung, also jeder, weiß nicht, Gebrauchsgegenstand fast wird unter Sex verkauft. Das ist ein Attribut. Sexuell ist schon eine alte Geschichte gewesen. Und da muss man ja auch ein bisschen wieder zurückkommen, möchte ich sagen, zu den Inhalten und nicht einfach so oberflächlich sein. Nicht nur die Nacktheit darstellen als Sexualitätssymbolik, sondern auch den eigentlichen Sinn begreifen. Ja, und ich finde es auch für die Frau nicht gerade sehr nett, wenn sie immer so missbraucht wird für diese Sexsymbole. Ja, also, haben wir vorher gesagt, zum guten Auto gehört immer schöne Frau dazu. Ne? Ja. Muss dann dekorativ daneben stehen. Hast du jemals einen nackten Mann am Auto gesehen? Nein, weniger. Nee, das wüsste ja auch nicht, wo der Reiz ist. Und wir müssen die Frauen vielleicht mal fragen, ob das für sie toll ist. Ja, also eben. Also auch da bitte Gleichberechtigung. Stimmt. Ja. Jetzt haben wir ja schon über tolle und viele Themen gesprochen. Wir kommen auch gleich noch zu weiteren. Aber bevor wir weitergehen, liebe Zuschauer, jetzt zeige ich sie Ihnen. Hier halte ich sie in der Hand, die Freikarten für unsere Zuschauer zur Lebenskraft. Also ich wiederhole nochmal. Für die Lebenskraft hat uns die Angelika Meyer 20 Freikarten zur Verfügung gestellt und für die 4 Symposien, ich lese sie noch einmal vor,
Einmal Beziehung, Symposium Beziehung und Sexualität, dann das Symposium mit dem Guillaume de Meuter. Meuter. Dann das Gesundheitssymposium und das Symposium Bewusstsein und Heilen. Für jeweils die Symposien, liebe Zuschauer, bekommen Sie 2 Eintrittskarten, die wir verlosen dürfen und, wie gesagt, diese 20 Freikarten, die ich hier in der Hand halte. Und Sie kriegen das ganz einfach. Sie schreiben eine E-Mail oder rufen an. Die E-Mail-Adresse ist Ihnen bekannt mittlerweile, redaktion@timetodo.ch. Und die Telefonnummer unserer Redaktion, genau, wird gerade unten eingeblendet. Auch die Telefonnummer nochmal. Bitte darauf achten, morgens von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr ist die Redaktion für Außengespräche besetzt. Und dann können Sie, wenn Sie nicht über E-Mail verfügen, natürlich telefonisch sich bewerben für eines der Symposien oder für die Freikarten. Sind es mehr Leute, wie als wir Karten haben, dann machen wir das so bis eine Woche vor der Messe. Das heißt, am 26. ist Donnerstag, fängt sie an. Dann wäre der 19. Genau, wäre die Woche vorher, denn diese Karten und auch die Eintritte für die Symposien, liebe Zuschauer, werden Ihnen hinterlegt an der Messe Lebenskraft, aber Sie werden genau informiert, wie das Ganze abläuft. Ja, so. Und ich habe ja noch ein Geschenkchen mitgebracht, weil bald Valentinstag ist. Ah, ja, ja, genau. Wollte ich unseren Pärchen ein Geschenk machen fürs Beziehungssymposium. Also für 10 Paare offeriere ich, dass sie kommen dürfen für die Karte von einer. Also 2 Karten für eine, für Pärchen, die zum Beziehungssymposium möchten. Das ist eine tolle Idee. Müssen wir natürlich auch sagen, wie Sie das machen können, liebe Zuschauer. Sie können auch da für diese Aktion einfach eine E-Mail oder ein Telefonat an Time to Do richten, an die Redaktion, und schreiben Sie einfach Pärcheneintritt 2 für einen. Genau. Das bedeutet, Sie zahlen eine Karte, bekommen aber 2. Das gilt für Paare, Paare jeglicher Couleur, will ich dazu sagen. Wir schließen da keinen aus. Und Sie müssten sich nur anmelden. Das heißt, dass ich Ihren Namen und Ihre beiden Vornamen dann habe. Auch da hängt dann eine Liste an der Kasse bei der Lebenskraft. Dann gehen Sie hin, nennen Ihren Namen und sagen 2 für 1. Und dann weiß die Dame an der Kasse oder die Damen wissen dann schon Bescheid. Dankeschön übrigens, finde ich toll für unsere Zuschauer. Sehen Sie, Time to Do schauen, liebe Zuschauer, hat doch hin und wieder seine Vorteile. Allerdings. Aber wir haben ja noch weit mehr auf der Lebenskraft als nur die Symposien, die zwar ein ganz tolles, ganz tolle Plattform bilden für viele Themen. Es gibt ja auch noch wahnsinnig viele Vorträge. Also Vorträge gibt es von den Ausstellern ganz viele. Aber wir haben auch ganz viele Workshops, das meintest du, Einzelworkshops so für 3 Stunden, auch 2 Tagesseminare, haben wir schon erwähnt, von der Lumira, und der andere ist vom Harald Westbecher, Wunschpartner finden und behalten. Und ja, im Workshop-Programm, da sind von Heilsteinen, auch über Kornkreise, Handanalyse. Ein ganz schöner Titel, finde ich auch. Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Für alle, die nicht so aufräumen können. Auch was ganz Schönes ist eine ehemalige, oh nein, nicht ehemalig, sie ist Opernsängerin, die Christina Nemeth. Und sie singt medialen Heilgesang. Und das mit einer zauberhaften Opernstimme. Auch das passt ja wieder in die ganze Schwingungsthematik hinein. Ne? Ja, und da haben wir auch noch einen Voice Healing Klang Workshop mit dem Thomas G. Peter. Und er schreibt eben, wie man seinen Körper und die Seele mit der göttlichen Lichtsprache heilen kann. Also, aber über die Klänge. Kann ich auch nur empfehlen, der war ja auch schon Gast bei mir. Ja. Und wenn er mit seinen Kristallschalen anfängt, dann wird es ganz ruhig in einem. Also ganz irre, was er macht. Ja. Er hat auch ein extremes Wissen, er kennt die Kabbala, die ganzen Buchstaben und weiß also wirklich sehr viel. Und witzig, ne? Von beruflicher Zahnarzt. Er ist Zahnarzt und Musiker. Ja, finde ich war toll. Auch mal Profimusiker, ja. Dann, ja, was wäre die Lebenskraft ohne Engel?
Da sind wir auch wieder bei einem Thema, das gehört hier auch dazu. Das gehört auch. Und meine Lieblingsengelfrau, auch Freundin, ist die Ramona. Ich habe das hier mal auf dem Monitor. Der Workshop ist am Samstag von 10 bis 13 Uhr mit der Ramona Veda. Den lichtvollen Kontakt zu den Engeln zu spüren, scheint für viele Menschen schwer zu sein. Doch sind sie durch Ruhe und Stille für jeden zugänglich. Innere Unruhe ist meist in allen Lebenslagen zu finden und das macht den Menschen unsicher und kraftlos. Finden Sie gemeinsam mit Ramona den Kontakt zu Ihren eigenen Schutzengeln. Engel sind Boten, Boten des Himmels und des Universums. Finden Sie auch das Gefühl für Ihre Seele und deren tiefen Frieden, der im Alltag sehr gut zu leben ist. Wichtig ist nur zu wissen, wie man sich in unterschiedlichen Situationen verhalten kann. Ja, du, am besten ist, da fragen wir sie gerade mal. Ja, frag sie. Und für mich ist sie ja so die Engelfrau, die ständig in Kontakt mit ihren Engeln steht und die auch ganz viel Friedensarbeit macht. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob wir sie kriegen. Hallo Ramona. Ah, wunderbar. Ist sie da, wunderschön. Du hörst mich gut? Ja, ich höre dich sehr gut. Wunderbar. Wir haben gerade den Text gelesen. Bei mir ist ja die Angelika Meyer live in der Sendung. Über deinen Engel-Workshop, das Thema Engelkontakte. Ja. Und jetzt schreibst du in dem Workshop, dass es für jeden möglich ist. Viele Menschen akzeptieren ja das Thema Engel noch nicht mal. Und du sagst, für jeden ist es möglich. Ist es wirklich so einfach? An sich ist es einfach, wenn man ein spirituelles Verständnis in sich trägt. Oftmals liegt es daran, dass man viel Unruhe in sich verspürt oder mit Verstrickungen und Blockaden lebt und somit mit viel Erwartungshaltung auch in den Kontakt herangeht. Und dann ist es auch sehr schwierig, viel zu spüren, wahrzunehmen, weil der Intuitionskanal auch so ein bisschen verdeckt ist. Und dann ist es ein wenig schwieriger zu spüren. Und ich möchte den Menschen helfen und ihnen ein großes Geschenk mitgeben, Werkzeuge an die Hand geben, um zu erfahren, wie es sich anfühlt, sich mit den eigenen inneren Wesenheiten in Verbindung zu bringen und sich darin weiterzuentwickeln, sich im Schutz zu fühlen, gut aufgehoben und in schwierigen Situationen mit ihnen auch umzugehen, vor allem mit seinen eigenen Gefühlen und Gedanken, dass sie sich nicht mit den Gefühlen und den Gedanken so sehr identifizieren, sondern mehr der Beobachter sind, um den Frieden in sich zu spüren und es wirken zu lassen, völliger Hingabe und Ruhe. Das hört sich ja alles richtig kuschelig an. Ich muss ja mal aufpassen, dass ich nicht schon wegdämmer, weil es ist fast wie meditativ, was sie sagt. Ja. Wie ist das denn bei dir mit den Engeln? Seit wann war das schon immer so oder ist das irgendwann gekommen oder wie bist du zu dem ganzen Thema überhaupt gekommen? Ich denke zu wissen, dass ich sie schon immer gespürt habe, als Kind schon, als ich in die Natur gegangen bin, auf dem Spielplatz und bin über die Wiese gelaufen und hatte immer viel Frieden in mir gespürt und hatte immer das Gefühl, ich bin anders als die anderen und habe immer sehr geschwiegen. Ich wollte ihnen erzählen, was ich spüre, weil ich wusste, vielleicht ist das nicht normal und andere könnten dann irgendwie komisch über mich denken. Und in der Jugend habe ich dann so ein bisschen begonnen, mehr zu sprechen. Heute würde ich sagen, ich habe ab und zu mal eine Botschaft vermittelt, die auch eingewirkt hat. Und erst mit 20 habe ich mich gewagt, einfach so ein bisschen mehr das, was ich lebe, das, was ich in mir trage, nach außen zu bringen, weil ich es beheilige und es für mich nicht selbstverständlich ist, dass ich das vermitteln darf, das auch in mir tragen darf. Das innere Licht, das ein unglaublich großes Geschenk ist, man kann sich daran festhalten und egal in welcher Situation das man sich befindet, mit diesen Situationen auch umzugehen. Für mich ein riesengroßes Geschenk, auch Frieden vermitteln zu dürfen. Und ab dem Zeitpunkt, ungefähr mit 20,
habe ich es immer mehr vermittelt, eher dann so im kleinen Kreis, bin dann auch in die Friedensarbeit für die Welt und habe mich da mehr verwirklicht und traue mich jetzt immer mehr und mehr direkt an die Menschen heran. Bin da auch sehr schüchtern, wie du weißt, ja. Vor allem vor der Kamera. Ich bin immer sehr nervös und ich setze halt Dinge sehr schnell um und deswegen spreche ich auch ungern so viel, weil ich sehr gerne in die Wirkung gehe. Das ist schön, das ist auch gut so. Und mir geht es immer darum, natürlich, ich habe dich ja auch, letztes Jahr haben wir uns, glaube ich, zum ersten Mal auf der Lebenskraft persönlich getroffen. Und da muss ich sagen, du bist wirklich wie ein scheues Reh. Und obwohl du wirklich strahlst und wirklich tolle Fähigkeiten hast, und das ist auch was, was ich den Menschen mitgeben will, besuch diesen Workshop und kommt mal in das Gefühl und in diesen Kontakt, dass ihr noch versteht, dass ein bisschen was um euch rum ist, was nicht unbedingt mit Umwelt zu tun hat. Ja. Ramona, du bist am Samstag, wann? Ich habe es gerade im Kopf. 10 bis um 13 Uhr. Von 10 bis 13 Uhr mit deinem Workshop auf der Lebenskraft. Und ganz vielen Dank, dass wir das Skype-Interview noch machen durften, weil wir wollen heute in der Sendung mit der Angelika nochmal die Leute so informieren, was für tolle Sachen alles sind. Ich freue mich auf jeden Fall, dich zu sehen. Alles, alles Gute bis dahin. Vielen lieben Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So. Die Ramona ist wirklich eine zarte, aber ich glaube manchmal, sie ist fast engelsgleich. Ich will ganz nichts sagen, sie ist ja unter uns. Aber ich habe so manchmal ein bisschen das Gefühl, sie ist so ganz fein. Die Für mich ist es auch der wandelnde Engel auf Erden. Ist absolut, so, absolut. Ja. Und dann haben wir dieses Jahr noch eine tolle Ausstellung. Bevor uns die Zeit wegläuft, auch da möchte ich noch mal drüber kurz sprechen. Ja, das ist eine sehr umfangreiche Ausstellung über Kornkreise vom Jay Goldner und Günther Schermann. Und der Jay Goldner wird gerade jetzt am Skype sein. Ich gucke mal, ob wir noch mal dran kriegen kurz. Und er bringt ganz viele Bilder mit und wird auch in einem Vortrag diese erklären und hat auch einen Workshop drüber. Ja, ich glaube, seid ihr im Gespräch? Kamera, glaube ich. Jay, du musst noch deine Kamera einschalten. Ja, ich bin dabei. Jetzt ist er jetzt da. Jetzt haben wir ihn. Gut. Okay. Guten Abend, Jay. Wir dürfen zu dir nach Hause kommen, abends noch kurz vor 9. Jay, wir dürfen zu dir nach Hause kommen, abends noch kurz vor 9. Ja. Jay, wir dürfen zu dir nach Hause kommen, abends noch kurz vor 9. Ich habe irgendwie eine wahnsinnige Rückkopplung. Hast du einen Fernseher gleichzeitig laufen? Das kann man so fast nicht verstehen. Kleinen Moment. So, jetzt sollte es gehen, oder? Jetzt geht es. Ja, gut. Jay Goldner, wir haben gerade noch eine Minute Zeit, uns zu unterhalten. Du bist dieses Jahr wieder auf der Lebenskraft. Was sehen wir von dir? Wir sehen viele neue Bilder aus den letzten Saisonen der Kornkreisaktivität in tollen Naturaufnahmen, Helikopteraufnahmen und in künstlerischer Adaption mit den Originalproportionen, die also eine spezifische Schwingungsausstrahlung haben, und wir geben einen Vortrag und einen Workshop, um alle Interessierten tiefer darüber zu informieren, was es damit auf sich hat, wie man die Spreu vom Weizen trennt, also die authentischen kosmischen Telegramme vom irdischen Unfug, den manche machen. Ja, das ist ein Thema, das uferlos groß ist. Es hat mit den Strukturen des Universums zu tun, der sogenannten Helden. Ich muss uns leider abhaken, die Regie hängt mir im Ohr. Danke, Jay. Wir sehen dich auf jeden Fall auf der Lebenskraft mit der tollen Ausstellung. Ganz kurz noch eine Zahl. Wie viele Kornkreise gab es 2014? Also ungefähr 100 Stück, wovon also die Hälfte, die authentisch war, etwa. Das haben wir gehört. Danke, Jay. Wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank noch für das kurze Anruf. So, ja. Angelika. Ja, wir können auch sagen, es erwartet Sie eine Riesenmesse mit 150 Ausstellern, ganz viel im gesundheitlichen Rahmen, viele Beratungen,
Symposien, Vorträge. Ja, auch die Ausstellung für sich alleine, die Stände, das muss man schon ein paar Stunden einrechnen, damit man gemütlich alles sehen kann. Und liebe Zuschauer, dass Sie sehen können, was es alles Tolles gibt. Ich freue mich auf jeden Fall auf Sie. Wir sehen uns auf der Lebenskraft. Einen schönen Abend und eine gute Nacht. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.